Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von myWindows. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man die virtuelle Maschine, VirtualBox in diesem Fall, auf 16 zu 9 umstellt. Denn bisher sieht man ja diese schwarzen Ränder hier an der Seite. Dazu müssen wir erstmal ein Laufwerk anmounten, ein leeres Laufwerk, ein CD-Laufwerk. Das habe ich ja bereits mal gezeigt, wie man das macht. Ich wähle jetzt mein Hauslaufwerk E an. Und dann, ganz wichtig, muss man Gasterweiterungen installieren klicken. Wird auch über Host D erreicht, über unsere Host-Taste und D. Dann, das können wir erstmal wegklicken. Das ist jetzt hier schon mal, der simuliert uns das als Laufwerk. Das machen wir jetzt nochmal weg und öffnen den Arbeitsplatz für den Fall, dass es nicht kommt. Dann klicken wir hier drauf. Dann wird sich das Autorun-Fenster wieder öffnen. Beziehungsweise gleich das Programm. Da klicken wir auf Ja. So, dann gibt es jetzt hier diese ganzen Sachen wie Guest Edition, Installer, ganzen Optionen. Wir klicken einfach auf OK. Wird sich dann gleich so ein Installationsfenster öffnen. Und da werden wir gefragt werden, was wir alles installieren wollen. Es gibt auch noch die Möglichkeit hier, wie soll ich sagen, eine 3D-Beschleunigung zu installieren. Das werde ich aber nicht machen, weil das dann hier nochmal langsamer wird und außerdem ist es nur experimentell im Moment. Irgendwie kommt es nicht. Es kam doch gerade immer. Nochmal draufklicken. Ausführen. Ach da, jetzt kommt. Es dauert anscheinend immer ein bisschen. Schließen. Okay. Was ist für ein Scheiß? Änderungen vornehmen lassen. Ah, jetzt, okay, gut. VM VirtualBox Guest Editions 404 installieren. Klicken wir weiter. Das lassen wir so. Die Direct 3D-Unterstützung, die mache ich jetzt mal nicht, habe ich ja bereits gerade erwähnt. So, hat so das schnell installiert. Und jetzt wird ganz wichtig der Video-Driver quasi installiert. Müssen wir jetzt installieren klicken. Es tut mir leid, dass das jetzt gerade so lange gedauert hat. Das kann jetzt auch noch mal eine Weile dauern, bis der installiert ist. Und der installiert jetzt hier den Grafikkartentreiber, den richtigen. Und damit werden wir dann auch unser 16 zu 9 wiederkriegen. So, Installation successful. Müssen wir jetzt natürlich wieder installieren klicken. Den Guest Driver. Und wenn der Guest Driver installiert ist, dann dauert es nicht mehr lange, dann sind wir gleich durch. So. Und fertig. Jetzt müssen wir es natürlich neu starten, damit die ganzen Änderungen übernommen werden können. Klicken wir Fertigstellen.
Und dann wird er jetzt wieder abgemeldet, runtergefahren und neu gestartet. So. Runtergefahren ist er schon mal, jetzt wird er nochmal schnell neu gestartet. Und wir werden es dann gleich sehen, es wird schon vom Startbildschirm an 16 zu 9 sein. Ja. Lad, lad, lad. Okay, ja, also langsam dauert es ein bisschen lang. Blink, blink. Ihr könnt ja einfach überspringen, das Ganze hier, weil es ist ja nicht so prickelnd. Aha, er hat es geladen. Ich glaub's nicht. Oh, wir können unsere Maus wieder bewegen. Gut, okay. Okay. Geben wir unser Kennwort ein. So. So, jetzt wird noch schnell der Bildschirm umgestellt und voilà, wir haben Windows 7 in 16 zu 9 Format. Ich kann jetzt mal einen Rechtsklick gehen, Bildschirmauflösung. Und dann können wir die Bildschirmauflösung ändern. Das ist meine richtige Auflösung und jetzt schaut es genauso aus, als hätte ich es wirklich installiert. Und wie gesagt, er hat hier den VirtualBox Graphics Adapter installiert und ja. In Zukunft werden deshalb auch alle Tutorials ohne Rand quasi kommen. So, komme ich mir aus dem Hubs raus. Wenn ich euch geholfen habe und ihr sagt, hey, cool, das hat mir jetzt geholfen, dann wäre es sehr nett, wenn ihr mich abonnieren würdet und ja, bis zum nächsten Tutorial. Ciao, euer Malvindo.